Ja, wieder mal unterwegs hier heute in den Reichwäldern zu einer neuen Folge Ranger in Danger. Und heute wollen wir uns auf die Suche nach einem neuen Tier 2021 begeben, nach unserem Sack des Monats. Und ihr sollt mal live vor Ort mitbekommen, wie der Ranger diese Tiere überhaupt einfängt, damit ihr sie dann bei uns im Gehege bestellen könnt. Das ist ein gefahrvoller Auftrag. Und als Wolf bin ich so ein bisschen der Jurassic heute im Wolfspelz. Und habe natürlich auch meinen Korb mitgebracht mit allerlei Snacks für unterwegs hier unter meinem Rotdeckchen. Das Ganze könnte also so ein bisschen märchenhaft werden heute. Und natürlich muss man sich vorher auch ein bisschen schlau machen über die Tiere. Ich habe ja mein gutes Märchenbuch der Gebrüder Isegrim. Gebrüder Isegrim. Isegrim ist ja der Fabelname für den Wolf, habe ich dabei. Um mich auch schon mal ein bisschen einzustimmen auf die Tiere, also auch gefährliche Tiere. Aber hier in den Reichwäldern, da kenne ich mich eigentlich aus. Da muss man ein bisschen auch auf den Boden achten, die Fährte. Man muss den Dung der Tiere riechen können. Das war ein Kanickel, das war gar kein Wolf. Und dann kann man sich langsam in die richtige Richtung begeben. Andererseits hat der Wolf natürlich auch einen märchenhaften Hintergrund. Das Rotdeckchen erinnert nicht umsonst ans Rotkäppchen. Hier auch tatsächlich ein bisschen Verpflegung. Man weiß immer nie, wie lange so ein Einsatz dauert. Das heißt, ich gehe nicht unvorbereitet los. Ne? Ich habe hier ein Küchlein dabei. Meine gute alte Jens-Wolfskin-Jacke, damit ich nicht kalt werde, damit mir hier nicht friert. Und auch immer ein kleines Getränk. Natürlich alkoholfrei hier, das Geißleinblut. Das brauchen wir jetzt natürlich noch nicht. Und dann kann es ja mal losgehen, während ich ein bisschen im Buch blättere und hier den Atem des Waldes quasi spüre. Muss man, wie gesagt, immer auf dem Boden auch nach Hinweisen forschen, um die Tiere in ihrer natürlichen Umgebung zu entdecken. Und da, wo ich gerade das Märchen vom Rotdeckchen gelesen habe, da sehe ich doch hier, was ist das denn hier? Das können doch nur Großmutters Brille mit den erschrockenen Augen sein, als sie den Wolf am Ende erblickt und er sie dann verschlingt. Also ich höre das Schnarchen auch, wenn ich ganz genau hinhöre. Und das könnte unser erster Wolf sein. Ihr wisst ja, der Wolf kehrt gerade erst nach Deutschland zurück. Also damit wir überhaupt welche in unser Gehege aufnehmen können, muss ja erstmal eine Grundpopulation da sein. Der ist schon ganz zutraulich und hat sich schon vorbereitet. Im Endeffekt ist es ja auch nur ein Vorfahre des Hundes. Mit dem kenne ich mich ja aus. Habt ihr schon genug Folgen gesehen, wo ich mich auch in die Hundewelt begebe. Canis lupus, der Wolf. Und das Besondere bei ihm sind, die Großmutter uns schon zeigt, seine Augen. Ihr könnt ihn nämlich hier in drei verschiedenen Varianten mit drei verschiedenen Augen einfangen. Hier haben wir das Modell Augen-Schieffehlstellung. Wo die Augen in beide Richtungen gehen können. Ganz netter Anblick. Und das Tier heißt Lonely Wolfgang. Wir haben hier noch nicht die großen Rudel in Deutschland. Es sind erstmal nur Einzeltiere, die man fangen kann. Den setze ich mal in meinen Rotdeckchenkorb hier rein. Zusammen mit Großmutters Brille. Wir wollen ja hier die Natur unbeschadet unterlassen. Und wir geben uns auf die weitere Fährte hier. Unsere weitere Fährte führt uns weiter in den Reichwald. Und hier begegnet mir das Märchen des Wolfs und der sieben Geißlein. Und, ach, da begegnet mir nicht der Wolf, hier sind auch allerlei Leute in der Umgebung. Das sieht da gar nicht. Hallo. Da hinten der freundliche Radfahrer. Hier ist auch noch eine Dame und sieht auch sehr suchend aus, nicht wahr? Ja, ich suche mein Junges. Ich habe mein Junges verloren. Ja, da können wir ja vielleicht zusammen auf die Suche gehen, ne? Ja. Der Wolf und die sieben Geißlein habe ich hier gerade gelesen. Und so Fundstellen, die sind ja immer markiert, oft mit Kreidezeichnungen tatsächlich. Und Kreidezeit, Residenz, dafür ist natürlich nie gemacht für mich. Und da hinten sehe ich doch schon so ein Zeichen. Wollen wir uns das mal näher angucken? Ja, wir gucken mal. Ja. Hier ein Totenschädel. Oh, und das ist aber kein gutes Versteck. In den Märchen verstecken sich ja die sieben Geißlein. Oh, mein Buch. Oh. Mein Buch, Dankeschön. Verstecken sich ja die sieben Geißlein. Das, was sich hier versteckt hat. Oh, da kriegt der Wolfgang auch schon ein bisschen Hunger. Das ist aber kein Geißlein, sondern muss das Skelett von Littlefoot Leonie sein. Was das hier macht. Das, ja, wir sammeln das mal ein. Wir wollen ja hier keine... Ich habe aber da hinten schon die nächste Kreidezeichnung gesehen. Wir gehen auch da mal kurz hin. Oh, da ist schon wieder ein Fund. Was haben wir denn da? Gut, dass Sie mir hier helfen. Die Fell. So, die sieben Geißlein. Ich habe sie mir immer weiß vorgestellt. Ja, so ein bräunliches Fell. Aber ich glaube, wir sind hier auf einer guten Spur, oder? Wir gehen vielleicht noch mal einen weiter. Auch da hinten, wie gesagt, die Stunde schlägt, da scheint eine Uhr zu sein. Und das siebte Geißlein versteckt sich einen Uhrenkasten, wie wir wissen. Aber das ist quasi 5 vor 12 oder Viertel nach 1, weiß ich nicht, aber was wäre da hinten? Unser zweiter Wolfgang. Ja, vielen Dank, haben wir auch, das ist ein gefährliches Tier. Unser Wolfgang hier in der Variante mit den kleinen süßen Knopfaugen als Wolfswelpe. Au, da kann man auch mal ganz gerne mit heulen. Und nachdem wir zwei Wölfe gefunden haben, wie gesagt, ihr könnt euch die Variante immer aussuchen, ob ein helles oder dunkles Grau. Mit den Kombinationen ist mir auch schon ganz warm geworden, Ihnen auch. Ja, ich glaube schon, ja. Danke, Frau Geist und der Ranger nehmen jetzt mal einen schönen Schluck. Der Geißleinblut. Und Sie zuerst? Oder? Ich trinke zuerst, ja. Der Geißleinblut. Dann geben Sie mir noch mal ein kleines Schlückchen hier. So.
Ich sehe hier gerade drauf, Geißleinglut tut wölfisch gut. Ja, also mit diesem Getränk, Geißleinglut, bin übrigens eingestimmt hier mit meinem FC-Pullover heute. Auch ein Geißlein schon gefunden. Zwei Wölfe, kein Geißlein. Das Geißleinglut schmeckt ganz gut. Und es ist so, es sieht nicht nur rot aus wie Blut, sondern hier steht auch noch, auch wenn kein Vollmond da ist, wird man vielleicht zum Wolf. Hier ist auch ein Bild von der Frau Geist drauf. Sehen Sie das hier? Das ist aber jetzt ein bisschen unheimlich. Und haben Sie das gehört? Da ist doch schon der Wolf, Leute. Das ist doch gar nicht die Frau Geist. Das ist, oh, da hängt ein Danger. Verpflichten. Hier geht er lang. Um Gottes Willen. Ich glaube, die Frau Geist, das war der wirkliche Schaf im Wolfspelz. Geistlein in der Falle, ich weiß es nicht. Das war also unser wirklicher, ein Werwolf anscheinend. Puh, und ihr Junges war gar kein Geist, sondern ihr Junges war der Wolf hier, der kleine Loni Wolfgang in der Knopforganedition, also ganz erschöpft. Mal gucken, wie unser Märchen weitergeht, denn dieses Märchen war wirklich nicht meine Geschichte. Der Wolf und die drei kleinen Schweine haben wir jetzt. Ja, da auf ein kleiner Grunzer und da sehe ich schon wieder jemanden. Ich dachte, hier ist Lockdown, hier ist niemand. Das sieht aus wie, ach, das ist doch der Hansi hinter mir, Mann. Ja, grüß unser Gott, Jägergewille. Hansi, servus. Servus auch. Ja. Grüß Gott, pfiatti. Heute Märchen habt ihr Mission unterwegs, auf der Suche nach den Wölfen eigentlich. Ja, ich suche auch was, ja. Auch was? Ich suche die kleinen Schwäne, die kleinen Schwäne, ja. Ja. Da hinten im Hintergrund, da sehe ich doch schon so ein Häuschen. Wollen wir da gleich mal hingehen, in den Hintergrund. Da gehen wir langsam rüber. Ja, ich kann es sehen, ja. Ja. Oh, nee, ja. Hansi, wir lassen uns vielleicht, das ist ja schon ein schöner Schussfeld hier. Ja. Versuchen wir den vielleicht mal. Ich probiere es mit meiner Armbrust, ja. Vielleicht ist in der Nähe ja auch mal ein Dritter noch vermisster Wolf. Das freut mich. Und das ist eine ganz, ganz spannende Farbe sein, Hansi. Ja, ich würde sagen, 1, 2, 3. Schüssel! Oh! Hansi, da haben Sie was geredet. Ich habe Sie im Haus zu sprechen gehört. Es ist aber kein Wolf zu sehen. Hansi. Probier es mal von hier. Wir gucken da mal rein. Da ist doch was drin, Hansi. Oh, nee, es ist kein Wolf. Das ist eine Scheibe. Das ist eine Scheibe. Schinkerl. Schinken. Ach, damit können wir ja nicht anfangen, oder? Was machen Sie denn, Herr Hinterwimmer? Ich dachte, wir wollen die kleinen Schweine von den Wölfen hier retten und die Wölfe einsammeln. Das ist ja fantastisch. Damit habe ich jetzt nicht unbedingt gerechnet, haben Sie aber da hinten, während Sie sich schon gestärkt haben, sehen Sie da im Hintergrund, da ist der Wolf. Was ist denn das? Das ist doch ein Wolf, oder? Wir gehen mal hin. Das ist doch nicht unser dritter Wolf. Es sieht nur so aus, es ist ein Fake-Wolf, ein Wolf im Kissenpelz. Und ich denke, wir haben gerade das kleine Schweinchen Dick ja gefunden, was nicht mehr in sein Haus reingepasst hat. Das könnte Schweinchen schlau sein. Das könnte Schweinchen schlau sein. Ja. Was sich also im Wolfskissen tarnt. Vielleicht auch hier mal ein beherzter Schuss von Ihnen. Ich probier's einmal. Ja. 1, 2, 3. Ja! Oh, das war ein Treffer. Da kann man das Schwein betäubt. Und da ist es. Okay, das ist. Oh, was ist das? Es sieht nur aus wie unser Schweinchen Dick. Aber in Wirklichkeit. Das ist auch eine Mütze. Guck mal, die ganze Zeit hier meine Wolfsmütze. Vielleicht hätte ich die Schweinemütze nehmen sollen, um die Tiere anzulocken. Sehen Sie, das sieht auch saftig und frisch aus hier. Sehen Sie das? Hansi. Das ist. Hansi, was ist los mit Ihnen? Ja, Hansi. Der Hansi, der Schweine geil hier. Ja. Muss weg. Ja. Sag mal, Lott. Ja, aber die Armbrust geladen. Ja, muss er doch schon geladen. Du musst jetzt fliegen. Hier geblieben. Gut, bleib doch mal stehen. Oh, da habe ich aber Glück. Ich habe hier eine schützende Lichtung erreicht. Und ich habe in meinem Märchenbuch gelesen, in diese Lichtung kann nichts Böses eindringen. Versuch's doch, Hansi, versuch's. Auch wenn du mich als Schweinchen hier jagen willst, diese Lichtung schützt mich. Spürst du die Kraft des Guten? Ich spüre die Kraft von Lisa Lichtungsglanz. Wollen Sie die Lisa hier mal halten? Ich hatte gerade da Heißhunger. Ihre Magie hat uns hier gerettet und zeigt uns auch unseren letzten Wolf. Den ganz seltenen grünen Waldmeisterwolf. Also der hier in der Lichtung. Nach 2 erschöpfenden Wettrennen habe ich ihn endlich gefunden. Ihr könnt ihn nicht nur in grün, schönes Tier auch für alle Fans des VfL Wolfsburg, sondern auch in blau haben, diesen Wolf. Und quasi ganz besonders magische Wolfsmomente kreieren. Dazu haben sie noch einen gemeinsamen Abschlussheuler. Ja. Vielen Dank für die Unterstützung. Ranger in Danger sagt Au! Au!